Hallo Leute, es geht weiter mit Dark Parables 2, der Fluch des Froschkönigs im Raum der Cinderella, nehme ich mal, oder zumindest im Kutschraum, oder ich weiß auch nicht was. Auf jeden Fall wird hier wie immer zum Start des Parts losgewimmelt. Und wie immer mache ich erstmal einfach so und dann kann ich immer noch gucken. Alles, was schon so aussieht, als wollte es gefunden werden, nehme ich mit. So, und jetzt soll ich noch zwei Sachen. Einmal den roten Stein und einmal das komische Ding. Und das war's dann auch? Nee, den. Das war relativ einfach. Bin ich froh drüber. Kommen wir schneller voran. Weil ich will auch wissen, was es hier mit dem Fluch auf sich hat. Also, das ist ja schon alles sehr mysteriös. 4 von 6 von den Pflanzentrank-Dingern. Flaschen. Ein wunderschönes Porträt von Aschenbuttel. So. Was wollt ihr jetzt hier von mir? Ich befinde mich in einem Bereich des Palasts, in dem Porträts an den Wänden hängen. Auf der Inschrift eines der Porträts war Aschenputtel zu lesen. Ich sollte Aschenputtels Gemach finden und dort nach Hinweisen suchen. Joa. Wo ist er denn, der hier? So, dann können wir da rein. Oh, Kapitel 8. Ein Traum für jede Frau. Ein Schuhraum. Wie schön, aber ist ein bisschen leer, ne? Bisschen unaufgeräumt. Nicht so schön ein paar nach dem anderen hier, aber immerhin. Ein ganzer Raum für Aschenputtels Schuhe hier. Ein gewöhnliches Paar Schuhe. Ich möchte natürlich den. Dieser Glasschuh muss Aschenputtel gehört haben. Doch wo kann ich den zweiten finden? Das weiß ich nicht. Der Wandschrank ist abgeschlossen. Ich kann ihn entweder mit einem Schlüssel öffnen oder ihn aufbrechen. Der geht schon mal nicht. Marmorkugel, wofür sind die denn auch da? Es wird hier schon wieder so geflüstert. Die Geister der Märchenfrauen reden mit mir. Jo. Ach, hier soll ich schon wieder wimmeln. Was wollt ihr denn hier von mir? So, dann suche ich noch so einen Stern und die Perlenkette und die lilanen Blumen. Und das war's? Ich glaube, das war's. So, jetzt habe ich Aschenputtels Tiara. Habe ich jetzt alle? Nee, nur 4 von 5 immer noch. Das ist natürlich doof. Finde ich hier noch ein Chamäleon-Objekt? Sich hier was bewegt irgendwo. Nö. So, ich soll hier wieder um die Ecke rum. Nee, da nicht rum. Ich glaube, da... Genau, da soll ich hin. Und ich versuche das hier auch schon schnell durchzuziehen, weil beim letzten Mal bin ich ja so stecken geblieben und wusste nicht weiter. Das soll natürlich diesmal nicht so laufen. Die spiele ja aber auch blind. Also da darf man, finde ich, auch mal kurz innehalten und einmal nicht weiter wissen. Ich glaube, das ist normal. Ja. Genau, das habe ich gesucht. Dann noch sowas kreuzähnliches, das ist es aber nicht, sondern so aus Metall. Und dann noch so... Nee, die ist es nicht. Die vielleicht. Sieht aber genauso aus. Aber ich suche eine Spitze. Da ist sie. Habe ich alles? Steinerne Hellebarde. Okay. Gut. Habe ich das auch... Vielleicht wollen die ja so eine haben. Aber die andere vielleicht? Nö. Hätte ja passen können. So, dass jeder von denen so eine hält. Na gut, dann nicht. Hätte ja klappen können. Ja.
Da ist ein Fragezeichen. Ich soll wieder ganz woanders hin. Ach so, okay. Dann gehen wir wieder ganz raus. Hier ist ein bisschen schade, dass man nicht da direkt hinlatschen kann. Würde wahrscheinlich schneller gehen. Soll ich jetzt hier hin? Bin ich jetzt richtig gelaufen oder wo bin ich denn? Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ich laufe ja immer erstmal falsch. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich gleich richtig gelaufen wäre. Hier vielleicht möchte ja einer von denen so eine... Ne? Was haben hier? Marmorkugeln? Warum sollten die eine Marmorkugel kriegen? Ach ja, aber ich kann die... Nee, kann ich nicht. Mir fehlt ja immer noch eine Tiara. Und zwar Aschenputtels. Irgendwas schon vollständig? Nee. 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 Ach ja. Wo ist denn das hier? Ich... Selbst wenn hier so ein Fluss ist, verstehe ich es nicht. Weil ich hier jetzt bei der Höhle bin. Und wo ist die? Da ist der Baum. Da ist der Baum. Der ist ein bisschen weiter weg von mir, aber... Das ist mir echt... Warum steht da wenigstens nicht, welcher Raum das ist? Dann wüsste ich, wohin. Naja, hier bin ich ja auf jeden Fall schon mal falsch. Gehe ich schon mal weg. Das glaube ich auch nicht, dass ich hier hin soll. Ja, es tut mir leid. Ich finde das hier sehr kompliziert gemacht mit den mehreren Karten. Und irgendwie... Hier bin ich doch eigentlich voll in der Nähe. Das kann doch gar nicht so weit weg sein. Wenn ich jetzt hier bin, dann bin ich doch sogar in dem Raum, wo ich hin soll. Da ist doch ein Fragezeichen. Hä, dann war ich doch hier sogar schon richtig. Ach so. Ach so. Goldener Schalter. Wo war das nochmal mit dem Schalter? Der war doch... Nee, der war da. Hier sollte der hin, genau. So, und nun hat sich das hier geändert. Ach so. Von der Decke des Raumes strömt Wasser in großen Mengen. Die Tür aus Holz ist verschlossen. Vielleicht können wir das ändern. Die Tür ist mit goldenen Ranken verziert. In der Mitte gibt es eine Fassung verschlüsselt. Das vielleicht? Aber die passen ja alle nicht, ne? Nee. Das ist ja doof. Hier brauche ich erstmal... Die wollen das erstmal halten. Das ist ja nicht so einfach. Was soll ich denn jetzt bloß tun wieder? Oh, jetzt wird das wieder so schwierig. Ich habe doch so viel Schlüssel. Warum gehen die alle nicht? Ja, der Höhlenschlüssel, das... Wird ja wahrscheinlich der sein, wo die Ranken noch so zugewuchert sind. Dann, wenn das am Ende dann frei wird, wenn der Frosch vielleicht seine Krone kriegt, dann kann ich bestimmt den Schlüssel benutzen. Aber Schlüssel zum Haus, ist das der, den wir jetzt schon längst haben? Ich weiß es nicht, aber keiner von denen passt hier rein. Dann komme ich hier ja so nicht weiter. Schade. Was wollt ihr denn dann von mir? Finde bei Fragezeichen einen Beweis, um eine Wimmelbildszene freizuschalten. Also kann ich hier noch irgendwas einsammeln wieder? Das war ein Chamäleon-Objekt. 8 von 20. Ja, die werde ich wohl nicht mehr alle finden. Dass die
sie diese blöden Baden nicht wollen, das verstehe ich auch nicht. Ach, das habe ich noch gar nicht vorlesen. Im Raum mit den Porträts befindet sich eine verschlossene Tür, die von zwei Statuen bewacht wird. Ich spürte einen Lufthauch aus der Richtung eben dieser Tür. Kann es sein, dass sich dahinter ein Weg zurück an die Oberfläche befindet? Ja, und dann finde bei einen Beweis, um eine Wimmelbildszene freizuschalten. Ach, das ist aber schon wieder nicht mehr hier. Ich soll schon wieder woanders hin. Bin ich jetzt hier bei dem Raum? Ja. Ich soll schon wieder einen Beweis finden. Finde den Beweis. Ja, falls ich es noch nicht ausprobiert habe. Den Schuh hatte ich doch aber schon. Und warum kann ich keinen Tipp verwenden? Menno. Dann würde ich viel schneller sein. Hier soll ich jetzt einen Beweis finden? Echt jetzt? Ich habe das doch schon hier gefunden. Ich sehe hier nichts. Weiß nicht, was ihr wollt. Ich bin aber im richtigen Raum. Ausnahmsweise. Ich klicke jetzt hier alle Schuhe durch, weil ich nicht weiß, was die hier von mir wollen. La 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 la. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Soll das wirklich hier sein? Jetzt bin ich im falschen Raum. Das rall ich nicht. Ich rall's nicht. Ich mach kurz eine Pause. Weil mir die Zeit einfach zu schade ist. Nee, ich muss Schluss machen. Oh Gott, der Part ist schon wieder um. Wir sehen uns im nächsten Part von Cinderella, wollte ich gerade sagen. Fluch des Froschkönigs. Und ja, vielleicht finde ich ja noch eine Lösung. Groß weiterspielen kann ich nicht. Ich kann nämlich nicht zwischenspeichern und sonst wäre es dann übersprungen für euch, das will ich nicht. Aber ich mache mir mal ein paar Gedanken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Nee. Ich spiele noch weiter. Ich habe mich schon wieder mal, wie so oft, in der Zeit vertan. Und, ja. Hab jetzt mal geguckt, was ich machen könnte. Und, ihm fehlt ja immer noch ein Teil seiner Ausrüstung. Und, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Genau, das hat sogar funktioniert. Ich, Dummerchen, habe nicht darauf geachtet, dass er ja noch seine Waffe haben wollte. Und dann können wir da jetzt rein und ich weiß nicht, ob ich noch in einem anderen Raum was finden soll, keine Ahnung. Aber das versuche ich dann halt nochmal. Eine imposante Sammlung der Waffenkunst. Der Froschkönig muss ein versierter Krieger sein. Was ist das hier? Es scheint, als gehöre etwas auf dieses Podest. Vielleicht ein Spiegel? Damit das so zurückstrahlt. Aber die robuste Axt, na, das wird ja wohl nicht für die Statuen sein. Na, damit kann ich vielleicht das Schloss aufbrechen, kann ich mir vorstellen. Beide Wände sind mit Rüstungen gesäumt. Da oben, der passt doch da, aber... Nee? Das ist doch aber so eine tolle Öffnung. Eine erstaunlich detaillierte, hochragende Statue des Königs steht allein auf dem Sockel. Sie ist eindeutig das Prunkstück der Halle. Was wollt ihr da jetzt aber haben? Irgendwas zum Hinstellen, aber was?
Nix. Hier, eine Axt. Die Heilige. Die Marmorkugeln. Das Porträt. Der Spiegel. Der Schlüssel. Noch ein Spiegel. Okay, okay. Dieses Schild trägt ein faszinierendes Wappen. Ist doch bestimmt noch ein Chamäleon-Objekt versteckt. Eine seltsame runde Scheibe wurde da eingelassen. Blabliblu. Das würde ja hier oben eigentlich so gut reinpassen, aber nee. Ist das vielleicht ein Knopf oder so? Ich weiß nicht, was die hier haben wollen. Ein gläserner Schuh, ich weiß es nicht, was dahin soll. Schade. Es ist immer noch der Raum, in dem ich was finden soll. Ich komme hier einfach nicht weiter. Dabei dachte ich jetzt, ja, ich habe endlich eine Lösung gefunden und dann das. Aber ich kann doch mit der Axt das jetzt aufhauen. Ja, dann komme ich ja hier doch weiter. Wähle die Paneele so aus, dass sie zusammen das Gemälde ergeben. Naja, da weiß ich wenigstens vielleicht eher, wie es aussehen soll. Und nicht dieses Doofe. Klar können die Hunde jetzt überall sein, aber ich pack die mal hier hin. Doch. Wunderschön. Das Bäumchen nicht. Das Bäumchen vielleicht trotzdem ganz links. Der muss ja dann aber auch hier weitergehen. Gibt es auch schon wieder viele Möglichkeiten, aber das kriege ich schon hin. Wir hatten die noch nicht ganz vorne im Bild. Das hatte ich auch noch nicht. Oder auf beiden Seiten. Glaube ich aber nicht. Ich glaube ja eher, dass sie in die Mitte irgendwo sollen. Dann ist das Bild einfach vollständig. Nur kommt das mit dem Baum hier nicht hin. Der Baum muss ja auch immer weitergehen. Eins ist ja schon mal klar, dass das Tier hier weitergeht. Also das Tier muss ja da zusammenpassen eigentlich. So passt das ja eigentlich ganz gut. Also, ja. Dann geht der Baum hier weiter, ich glaube es. Sieht halt alles sehr gleich aus durch diese Lichtungen. Ich mach die mal nach vorne nochmal. Passt halt mit der Lichtung nicht so gut. So ein bisschen doppelt gemoppelt. Sieht irgendwie auch komisch aus. Auch wenn das Tier hier weitergeht, aber hier schließt das mit den Bäumen, finde ich, nicht so ab. Oder ist das Vieh da hinter dem Baum? Das kann natürlich auch sein. Aber dann geht das hier doch nicht weiter. Wäre ja auch witzig, wenn das hier so hinter dem Baum eigentlich ist. Aber dann geht das hier ja nicht weiter. Aber wenn man das ganz nach hinten macht, dann sieht man das nämlich gar nicht. Moment mal. Wenn ich den Vogel jetzt da hinpack und das so mach. Ja, haha. Wie cool. Ja, anders als gedacht, muss ich sagen. Und wahrscheinlich war das bei den anderen auch immer so. Hier, dieses Dokument zeigt eine über zwei Gemälde erreichbare Treppe.
In dem Raum mit dem ja. Das hatte ich schon. Gut. Und hier darf ich als nächstes wimmeln. Okay, das mache ich noch mal eben schnell. Weil jetzt vertue ich mich in der Zeit nicht mehr. Und weiß, dass ich nicht so viel überziehen möchte. Ja, ich guck mal wieder lieber hin. Funktioniert hier, glaube ich, besser. Wo sind denn diese pinken Ecken? Die sind bestimmt wieder gar nicht. Ja, ja. Die haben bestimmt wieder andere Farben. Ja, gut. Ich kann es nicht lassen, es blind zu versuchen. Es macht einfach immer mehr Spaß, rumzuklicken und dann biaum, biaum, biaum. Und dann sammelt man alles ein. Aber mir fehlen immer noch diese Randstücke. Ach, ich habe schon so lange keinen Tipp genommen. Ich nehme mal wieder ein. Ach so, ja. Da war so ein verziertes Teil sehr getarnt. Wo ist denn das Gesichtsstück? Direkt vor meiner Nase natürlich. Und jetzt fehlt mir immer noch nur noch diese eine Ecke. Ach, es ist immer ein Stück, was am Ende fehlt. Immer eins. Da habe ich es gefunden. Ohne Tipp. Wunderbärchen. Ja, jetzt habe ich hier Porträt des Königs und Porträt der Prinzessin. Mal schauen, was ich damit dann noch alles so machen kann. Wir sehen uns im nächsten Part von Dark Parables 2. Tschüss.